Nein, keine Angst, das wird kein Katzenvideo, auch wenn es über Katzen geht heute, aber das hat einen Grund, das ist eine sehr hintergründige Geschichte mit politischem, gesellschaftlichem Kontext. Und zwar habe ich zwei Katzen. Ich habe die Nita, das ist eine Berliner Katze, und ich habe die Yumi, das ist eine montenegrinische Straßenkatze, die an der Meerestankstelle geboren ist und die ich dann in jungen Jahren, Monaten adoptiert habe. Die Yumi ist etwa halb so groß wie die aus Deutschland gut ernährte Nita. Und die Nita, die deutsche Katze, die war zum Sterilisieren beim Tierarzt. Und das ging alles problemlos. Sie hat danach diesen Kragen getragen, wo sie sich nicht bewegen kann, und auch den Body wunderbar. Gleiches Prozedere bei Yumi. Yumi hat wenige Stunden nach der OP, sobald sie wieder halbwegs bei Sinnen war, hat sie sowohl des Kragens sich entledigt, als auch des Bodies. Dann nochmal der Versuch, es ging nicht, die behielt nichts an sich. Dann Gang zum Tierarzt, zum montenegrinischen Tierarzt. Der montenegrinische Tierarzt sagt, Sie wissen nicht, wie man das anlegt. Ich mache das jetzt, ich zeige es Ihnen, legt das an. Sagt das so, jetzt lassen wir Sie hier noch kurz. Nach 20 Minuten kommt der Tierarzt raus, sagt, das ist eine montenegrinische Straßenkatze, der können Sie nichts anlegen. Entweder sie kommt durch, wir tun alles, dass sie durchkommt, oder nicht. Dann sage ich, wie? Sagt er, diese Katze ist so freiheitsliebend. Die wird sich lieber ein Ohr selber abkratzen oder was auch immer tun, aber sie wird sich nicht in ihrer Freiheit einschränken lassen. Also er hat es weniger prosaisch gesagt wie ich, aber der Inhalt war genau der. Und tatsächlich, Yumi hat um nichts in der Welt hat sie sich irgendwie in ihrer Freiheit beschneiden lassen. Ich musste dann jeden Tag nochmal zum Tierarzt, wenn man dann immer schauen musste. Aber sie war auch so vernünftig, dass sie es nicht wundgelegt hat. Und Yumi hat es gut überstanden. Und ich finde diese Geschichte so symbolisch. Ja, die deutsche Katze, die sich alles gefallen lässt, die brav sozusagen ihr Leid trägt, und die montenegrinische, der die Freiheit wichtiger ist, auch wenn sie damit faktisch ihr Leben gefährdet. Und so ist Yumi auch. Also sie ist auf der einen Seite zutraulich, sie kann kommen, aber wehe, wenn es ihr nicht passt. Das ist bei jeder Katze so, ist dabei aber auch überhaupt nicht aggressiv. Also sie ist wehrhaft, aber nicht aggressiv. Und ich habe diese Geschichte einem montenegrinischen Freund erzählt, und der erzählte dann eine Geschichte, die fast noch schöner ist, von einem Freund von ihm, der einen kroatischen Straßenköter sozusagen adoptiert hat, auch als Welpen, und dann in Deutschland wollte er ihn zur Kastration bringen. Nach einer Stunde kam der Anruf, wir können dieses Tier nicht betäuben, wir können die OP nicht machen. Der zerbeißt uns alle Mitarbeiter und die ganze Tierarztpraxis. Also dieser kroatische Hund, der ließ sich nicht kastrieren, und er hat durch seine Wehrhaftigkeit hat er seine Manneskraft sozusagen bewahrt. Ich finde diese Geschichten so schön, so symbolträchtig, dass ich hier auch mal eine Ausnahme mache, eine Tiergeschichte zu erzählen. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und mein Eindruck ist auch bei den Menschen so. Also in Montenegro, die hatten zum Beispiel auf Druck der EU von Berlin auch, haben die hier im August noch mal kurz eine Maskenpflicht eingeführt, aber es hat so gut wie keiner gemacht. Es wurde einfach nicht eingehalten, und das war auch schon im Winter so. Also in Montenegro ist so etwas eigentlich nicht durchsetzbar oder höchstens pro forma. Man erzählt, als in zum Beispiel am Strand einer Kleinstadt hier die Polizei den absperrte am Abend, als die einen kurzen Lockdown hatten, war hier nur sehr kurz, auch wieder Druck der aus Brüssel und aus Berlin, hat die Polizei ein Absperrband hin, sofort haben das alle weggemacht, am nächsten Tag hat die Polizei nichts mehr gemacht, weil sie sagte, wir hatten den Befehl, ein Absperrband hinzumachen, und das haben wir gemacht, wir hatten nicht den Befehl, das Absperrband wieder hinzumachen. Und viele sagen, naja, diese ganzen Maßnahmen, das wird überall sein. Mag sein, aber so wie sie in Deutschland durchgeführt werden, dieser Eifer dabei, dieses Vorauseilende, dieses Denunzieren und all das, das ist schon sehr landestypisch. Ja, das war heute eigentlich schon das Backstage, da brauchen wir kein Backstage mehr machen. Alles Gute, danke, schaut rein, abonniert, Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Alles Gute, danke, ciao. Freiheit in der Krise.
ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Bodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte.